Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Splatoon 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Rumi! Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Splatoon 3. Jo, beim letzten Mal sind wir hier in dieses Gebiet vorgedrungen. Dem letzten von allen Gebieten. Haben ein bisschen schon erkundet. Und ja. Ich würde am liebsten all diese Dinger hier erstmal saven. Diese Sprungpunkte. Unter anderem, weil wir so auch die ganzen Wege freischalten und ich dann nicht 10 Jahre zwischen den Teilen hin und her muss. Dann kann ich ja auch einmal über dieses Sprungsystem zu den einzelnen Teilen. Da ist was im Boden. Wieder eine Platte. Oh, Saimi hat was gefunden. Wahrscheinlich da in der Ecke. Oh. Ein Gruppen-XP-Coupon. So, wann kommt denn hier der rote Ballon nochmal vorbei? Das interessiert mich gerade. Ah, da kommt er gerade. Vielleicht treffe ich ihn ja von hier. Ne, den treffe ich, wenn... Ja, nur so. Ich habe übrigens gemerkt, dass der Saimi da unten was gefunden hatte. Ich kann ja wieder denselben Weg zurück. So, hier wird auch der Boss dann sein. Oder? Ne, da oben ist der Boss. Da ist dann nochmal ein Level. Das Boss-Level schalte ich mir auch mal eben kurz zum Hüpfen frei. Dann kann ich ja einfach hinhüpfen, statt den ganzen Weg nochmal zu fahren. Guck, jetzt kann ich hier über das ganze Teil da hinhüpfen. Ich hüpfe einfach hier runter und fertig ist. So, da ist noch ein Level zum Holen. Und auch nochmal so eine Bahn. Ein Anchovium. Vor allen Dingen sehen wir so auch die Karte noch ein bisschen. 3 Teile müssen noch gemacht werden. Ich würde mal sagen, wir fangen dann jetzt aber auch mal endlich mit den Leveln an. Fangen wir hier unten an. Ist das Level 2? Also manchmal verstehe ich die Reihenfolge der Level nicht, ne? Klimme den Turm voller Feinde. Hieß es nicht erklimme? Ich dachte, ich gehe dem Turm rauf und nicht runter. So, braucht jetzt erstmal Schutz. Okay, jetzt kann der Sniper zumindest nicht mehr auf mich zielen. Macht die Geschichte schon mal einfacher. Muss ich nur den Weg nach oben an sich finden.
So, tschüss. Komme ich denn nach oben? Und die einfach nur in diese Wand reinspringen? Ach, hier ist die Wand. Ey, ich bin noch blind. Da, kusche damit. Tschüss. Sniper kann ich nicht leiden. Tschüss. So easy hochzukommen. Gar nicht, wo das Problem war. Okay, das war relativ einfach, sobald ich den Weg mal endlich gefunden hatte. Hier muss ich auch noch was finden. Was möchtest du mir denn sagen? Ach, du hast ein paar Fischeier für mich. Ja, gib her. Da drüben hatte die Salmi was gefunden. Nochmal Spindeko. Ich muss gerade analysieren, wie ich da wohin komme. Okay. Da drüber. Gut, dass ich einfach runterhüpfen kann. Und natürlich hier einmal zwischendrin abspringen. Ich wollte gerade sagen, ne? Wie, ich spawn jetzt genau da drin. Findest du sonst noch was? Eine Lore fehlt noch. Operation Mini-Mietsrichter. Erhalten Beute. Analyse der Fellqualität der Beute ergibt. Perfektes Fell. Ich drücke stattdessen ein bisschen die süßen Knubbel an seinen Pfoten. Was macht ihr mit meinen Brüdern? Ist hier sonst was? Nee. Dann fehlt ja eigentlich nur noch die beiden Klumpen und dann kann ich ja diesen blauen Ballon mal machen. Und dann heißt das eigentlich auch nur noch, schließe die Level ab. Ich weiß, dass es noch ein Geheimlevel gibt. Das gab es bisher bei jedem Splatoon. Mach erstmal das Ding da weg, bevor du mir hier irgendwas zeigen willst. Es fehlt jetzt, glaube ich, ja, nur noch 3 Anchoviums. So, da ist noch ein Weg zurück. Oh, das wird ekelhaft, das mit dem blauen Ballon. Sehe ich doch jetzt schon. Hier oben ist noch was drauf. Habe ich sogar direkt die richtige Stelle? Hallo? Nochmal Spinddeko. So, du mach das da weg. Er rennt hier ins Eck, also muss hier auch was sein. Und das ist wieder ein Weg, der nach oben führt. Okay. Dann auf ins nächste Level. Die Tortur-Tour. Mit 2 angenehmen Waffen. Hi. Hi. Wie geht's denn so? Ich habe gehört, ihr lebt nicht besonders lang. Ich habe die nicht vorher gesehen, die meisten. Ich schwöre es. Komme ich da denn dran?
So, der ist weg. Muss ich gucken, wie ich da überlebend hochkomme. Weil da ist ja so ein Gatling-Typ. So, weg mit dem. Da ist noch einer. Ein goldener Schlüssel. Meint ihr, ich bin gut genug, da eine Klecksbombe drüber zu werfen? Nee. Da komme ich doch bestimmt hier durch. Nein. Dass sich hier mehrere von denen verstecken, war klar. Da versteckt sich auch nochmal wahrscheinlich einer. Ich kriege einen Stempel, da kann ich das ruhig ausnutzen. Oh. Nein, der hat mich runtergeschoben. Was war das denn für eine linke Nummer? Stimmt, die lassen sich auch ablenken, ne? Ich habe das nie bei denen gemacht. Aua. Den Stempel werde ich jetzt so oder so los, ne? Frisch! So, einer weg. Der eine war gerade so in Reichweite, so, und jetzt den da. Und jetzt ist da wieder so ein ekelhafter Scharfschütze. Wie ekelhaft, dass der mich durch die Wand trifft. Tschüss. Den letzten habe ich jetzt einfach mal ins Nirvana geschossen. So, nächster Schlüssel für den da unten. Da habe ich das Schloss schon gesehen. Glaubst du nicht, dass du mich so triffst? Okay. Wir können noch den Ballon holen und wir haben da noch was vor uns. Ich würde sagen, wir holen jetzt noch den Ballon als letztes. Da müsste doch eine Verbindung dahin sein, oder nicht? Jetzt nur gucken, dass ich stets der richtigen Bahn folge. Okay, ich muss da hoch. Okay, ich hatte kurz Angst, das Spiel will mich pranken. Okay, das ist relativ easy.
Und da ist die letzte Lore. Name ist jetzt Adorada. Nishio Oranda, Deckname Distrikt Plätzwe. Question Rogue, Deckname. Rode. 19-6. Chateau im Betio. Ranchiu, Deckname. Felsfels. Region Südstrom. Distrikt weiß nicht wo. Ja, die Schriftrollen haben wir alle. Jetzt müssen wir nur noch alle Level abschließen und hier das eine Ding, was fehlt, noch holen. Suchen wir jetzt mal ganz kurz. Muss ja relativ nah sein. Ah, hier schon. Okay, auf der Seite dann wahrscheinlich noch. Okay, oder auch nicht. Kann man da rechts irgendwie dran runter? Oder ist da nur der Tod? Nee, hier unten. Hier könnte noch sein. Jawollo. Noch ein Kartenpäckchen. Okay. Alle Nebensachen haben wir eingesammelt. Ich versuche jetzt noch ein kleines Level zu machen. Ich hoffe, dass ich ein kleines nehme. Wir nehmen mal das hier. Das ist eventuell klein. Jetzt müssen wir uns ja nur noch an Level halten. Der Feindisperser. Ja, ich hätte das Ziel, aber der... Oh, nee. Warte, nochmal von vorn. Ich habe das nicht gelesen. Warte mal, wir verstecken uns. Ganz kurz. Ich vermeide den Kampf. Das kann man eventuell ohne Kampf schaffen. Ja. Easy. Den ignoriere ich einfach. Ich kann nämlich easy drumherum. Und die Ausrüstung stellt sich ja wieder her. Okay, aufpassen, dass der mich nicht sieht. Ist geglückt. Er hat mich nicht gesehen. Er ist blind. Er wurde ohne Augen geboren. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier mal einen Stealth-Akt erledigen muss. Bisher habe ich gut Tinte gespart. Okay, ich ignoriere die einfach. Das wird ekelhaft. Ich habe den Plan, ich warte einfach kurz. Kann man auch getrost ignorieren. Ich hab Fans. Das sind meine Pokémons. Ekelhaft. Wisst ihr, was noch ekelhaft ist? Kein einziger Checkpoint.
Boah, du gehst mir auf den Keks. So. Jetzt muss ich es nur noch ans Ende schaffen. Ja. Ekelhaft. Aber gut möglich, das Level. Guck mal, haben sogar so gemacht, dass man nur einen Schuss braucht. Okay, Leute. Das war doch wieder eine interessante Folge. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.